Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch die besten Creative Maps in Season 2 vorstellen, welche ihr am besten nehmen solltet, wenn ihr vor allen Dingen euch verbessern wollt in Fortnite, welche ihr zum Aufwärmen gut benutzen könnt, wenn ihr nach anderen Creative Maps sucht, die vielleicht eher zum Spaß sind, also so etwas wie Gun Game und so. Dazu werdet ihr nichts in diesem Video finden, aber eben halt zu allem, was so ein bisschen zum Trainieren und aufwärmen geht. Dazu werdet ihr auf jeden Fall etwas in dem Video finden. Wenn euch solche Videos hier auf dem Kanal gefallen und ihr mich auf dem Weg zu den 500 Abonnenten unterstützen wollt, lasst natürlich gerne ein Abo da. Und ihr könnt natürlich auch gerne dieses Video bewerten, kommentieren und teilen. Ihr könnt natürlich gerne euer Feedback in die Kommentare schreiben. Und schreibt auch gerne rein, was ihr sonst noch so für Videos sehen wollt. Ich hatte auch heute Morgen im Video schon eine Abstimmung gemacht. Wie gesagt, schreibt gerne eure Kommentare, eure Wünsche in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall extrem interessieren. Außerdem schaut natürlich gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist ja in der Videobeschreibung. Dort werden wir heute die FNCS spielen. Und ich würde sagen, wir beginnen mit der ersten Map. Die hatte ich auch schon mal vorgestellt. Die ganzen Codes werdet ihr dann ja auch immer bei den Maps oben eingeblendet sehen. Und ich denke mal, ich werde sie auch nochmal in die Videobeschreibung packen. Auf jeden Fall ist das der Scavok Aim Trainer. Ist eigentlich relativ simpel. Wie der Name schon sagt, ist das zum Aim-Trainieren da. Hatte ich auch schon mal vorgestellt. Ich werde das nochmal in der Infokarte oben rechts verlinken. Hier nehme ich eigentlich immer diese vier Waffen. Natürlich einmal sortieren. Hat man hier verschiedene Stages, die man auswählen kann. Zum Beispiel Vertical. Und dann kann man hier einfach so ein bisschen das Tracking üben. Und das trainiert wirklich extrem gut. Immer einmal so vor jedem mal zocken machen. 5 bis 10 Minuten reicht schon aus. Länger ist natürlich besser. Man soll es aber auch nicht zu lange machen. Wie gesagt, ganz verschiedene Möglichkeiten, die man hier hat. Und dadurch wird auf jeden Fall euer Aim extrem viel krasser. Und ich empfehle es euch auch wirklich. Ich spiele die Map schon seit mittlerweile einem Monat. Und man merkt es wirklich. Soweit zur ersten Map. Wie gesagt, wenn ihr die detaillierter sehen wollt, checkt, wie gesagt, die Infokarte aus. Dann werde ich euch das da nochmal alles genauer erklären. Dann eine Map, die ich meistens zum Anfang meiner Warm-Up-Routine mache, ist die Mongrel Classic Map. Eigentlich relativ simpel, geht schnell, macht man mal 3 Minuten vom Zocken. Ist eigentlich auch nicht wirklich schwierig. Aber trainiert ihr, lässt einen immer so ein bisschen reinkommen, trainiert ein bisschen Aim, ein bisschen Edits und so. Aber am wichtigsten ist natürlich, dass man Mongrel Classics hat. Man hat hier die Auswahl zwischen einer Pumpgun und einer Tag. Ich nehme eigentlich immer die Tag, weil die einfach schneller schießt und schneller nachladen kann. Dann ist das ein bisschen entspannter. Dann springt man hier runter. Dann eben halt einmal Wallpickaxen und editen und dann Mongrel Classic machen. Gegner abschießen. Kommen wir zur nächsten Stage runter. Hier wieder das gleiche. Und das dann einfach wiederholen. By the way, das erste Mal, dass ich Mongrel Classics mit neuen Keybinds mache. Läuft aber immer noch eigentlich ganz gut. Trainiert auf jeden Fall das ganz gut und ist einer der wichtigsten Edits, die man auf jeden Fall können sollte in Fortnite. Empfehle ich euch auch wirklich zu machen, weil es einen auch einfach so ein bisschen in diese Edits reinbringt. Das kann man dann einmal bis unten machen, irgendwann kommt ein Zombie, dann beendet die Runde. Ich hätte euch empfohlen, nicht den Zombie zu killen, sondern direkt rauszugehen, weil ihr sonst immer extrem lange braucht, bis die nächste Runde startet und erst dann könnt ihr immer leaven. Mehr als eine Runde muss man das eigentlich auch nicht machen. Soweit auf jeden Fall zu der Map. Dann kommen wir mal zu einem Edit-Parcours, den ich eigentlich auch immer relativ häufig mache. Und nicht jedes Mal beim Warm-Up, aber doch schon sehr, sehr häufig. Das Schöne an dieser Warm-Up-Map, beziehungsweise an dieser Edit-Map, ist, dass man sehr verschiedene Stages hat für jeden Schwierigkeitstyp. Das heißt, egal ob der Anfänger oder der absolute Crack im Editen seid, könnt ihr eben halt auswählen, was ihr da haben wollt. Ich nehme meistens die normalen Maps, weil die einfach einen angemessenen Schwierigkeitsgrad haben. Die einfachen, da ist ein bisschen zu wenig und eben bei den schweren Maps hier ist das schon sehr, sehr schwierig. Dann hat man aber auch nochmal bei den einzelnen Stages 3 verschiedene Untergruppen, also einmal 4, 5 und 6 hier zum Beispiel bei den normalen. 4 ist natürlich am leichtesten, 5 ist dann hier mittel und 6 ist dann schwer für die normalen Stages natürlich und dann ist es letztendlich einfach ein Edit-Parcours, aber mit sehr angenehmen Edits, die man auch wirklich gebrauchen kann. Wir haben den auf jeden Fall dahingehend auf und das solltet ihr auf jeden Fall auch immer regelmäßig mal wieder machen. Wie gesagt,
Mache ich nicht jedes Mal, aber schon eigentlich relativ häufig. Meistens, wenn ich wenig Zeit habe, mache ich es jemand nicht, weil es tatsächlich nicht die wichtigste Sache ist, die ihr braucht. Einmal hier alles durchmachen, da gibt es eben halt hier auch noch ein paar schwierigere Stages. Kann man notfalls auch skippen. Ich meine, das braucht man ja nicht wirklich, aber ist letztendlich auch nicht so schwierig. Dann gibt es zum Beispiel auch so nice Sachen wie High Side Jumps hier drin. Natürlich wieder Fail. Wie gesagt, neue Keybinds. Läuft noch nicht perfekt, aber geht so langsam wieder. Ich würde dann sagen, wir gehen zur nächsten Map. Und zwar ist das diesmal eine 1v1 Map, die ich euch auf jeden Fall als beste 1v1 Map empfehlen kann. Auch wenn ihr Boxfights gerne spielt, ist die definitiv nochmal besser. Das Ganze nennt sich Realistic Midgame 1v1s. Die Map ist von Finest. Ich weiß gar nicht, ob der hat sicherlich einen YouTube-Kanal, sonst hätte er wahrscheinlich keinen Map-Code. Kann ich auch mal in der Videobeschreibung verlinken, seinen Kanal. Der hat mir auch persönlich die Map empfohlen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Letztendlich macht man hier 1v1s. Allerdings hat man die Besonderheit, dass man eben halt normale Mats hat, nicht unendlich Mats, sondern eben halt angemessene Mengen von Holz, Stein und Metal, nicht mal voll von allem ist, was dann auch selten im Normal Game ist, und dann kann man letztendlich hochcranken. Natürlich, wenn man runterfällt, bekommt man Fall Damage. Man hat jedes Mal unterschiedliche, unterschiedlichen Heal, unterschiedliche Waffen. Das heißt, eben halt wie im Normal Game, beide haben nicht die gleichen Konditionen, sondern der eine spawnt vielleicht dann im High Ground. Ich kann euch das ja nochmal zeigen. Selbst killen. Das Ganze geht über 20 Runden. Natürlich kann man danach auch noch weiterspielen. Auf jeden Fall gibt es auch verschiedene Maps, tatsächlich, also verschiedene Map-Typen hier. Zum Beispiel haben wir hier einmal Flopper-Player. Jetzt bin ich im Lowground gespawnt. Der andere würde dort oben dann spawnen. Und da muss man eben mal versuchen, aus dem Lowground trotzdem hochzukommen. Ist ja auch so, dass im Normal-Game nicht beide auf gleicher Höhe spawnen. Ich meine, wann passiert das schon mal, dass tatsächlich beide auf derselben Höhe spawnen würden? Ist relativ unrealistisch. Deshalb finde ich das auf jeden Fall besser. Und ich krieg's nicht hin, mich selbst zu killen. Ich wollte nur mal einen weiteren Map-Typ zeigen. So, hoffentlich kommt ein neuer. Es gibt zum Beispiel auch einen Map-Typ, wo man im Wald spielt. Dann gibt es einen, wo man in einem Haus spielt und sozusagen Boxfights macht. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Zum Beispiel hier das Warhouse. Das ist ein Warenhaus. Und hier spawnt der andere dann hier unten und dann macht man immer ein bisschen Boxfights. Allerdings hat man immer die Möglichkeit, dass man auch einfach hier oben rausgehen kann und dann wieder in Buildfights gehen kann. Muss man natürlich nicht machen, aber gibt einem eben halt sehr realistische 1v1-Möglichkeiten. Empfehle ich euch auf jeden Fall, wenn ihr nach der Suche nach Leuten seid, dann empfehle ich euch den Enigma Discord-Server. Werde ich auch nochmal in der Videobeschreibung verlinken, wenn ich es natürlich nicht vergesse. Und dann kommen wir nochmal zu einer letzten Map, die zwar nicht offiziell ist, allerdings relativ leicht zu bauen für jeden von euch. Und das ist einfach eine reine Freebuild-Map. Empfehle ich jedem von euch. Macht einfach ein paar Sachen hin in eure eigene Map. Stellt alles vernünftig ein. Und dann legt euch ein paar Waffen hin, die ihr sonst immer braucht. Einfach, damit ihr darauf natürlich switchen könnt zwischendurch. Ich habe mir das einfach einmal schnell hier zusammengebaut. Kann ihr leider nicht veröffentlichen, hätte ich natürlich sonst gemacht, aber dafür brauche ich den Creator-Code und dafür brauche ich 1000 Abonnenten. Könnt ihr mir natürlich auf dem Weg dazu helfen, aber solche Maps sind auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, um nochmal euch so ein bisschen im Freebuilden zu trainieren. Gibt es sicherlich auch irgendwelche, die veröffentlicht sind, müsst ihr einmal nachschauen, aber ich nehme überall einfach meine eigene, weil es am leichtesten ist. Das war es dann auf jeden Fall soweit mit dem Video. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr für Videos sehen wollt. Ich kann es natürlich gerne umsetzen. Morgen werden wahrscheinlich die FNCS-Highlights kommen. Und ja, mal schauen, was sonst noch eure Wünsche so sind. Ich kann auch nochmal ein Video zu den neuen Keybinds machen, die ich hier jetzt habe. Und warum ich auch darauf gewechselt habe, wäre sicherlich auch interessant. Und wir sehen uns dann hoffentlich nachher im Stream wieder. Bis dahin.